Kochlandschaft Österreich. In der Region Welsland. In dieser Folge bereitet Hermine Seelinger in Neukirchen bei Lambach einen Fisolenstrudel mit Ziegenkäse für uns zu. Und während der Strudel im Ofen ist, besuchen wir den Ziegenhof von Silvia Leitenmeier in Pennewang, wo sie Ziegen züchtet und auch den Ziegenkäse für unseren Fisolenstrudel herstellt. Die Fisolen für unseren Strudel haben wir bereits im Sommer geerntet und anschließend blanchiert. Wie daraus ein herzhafter Strudel wird, zeigt uns jetzt Hermine Seelinger. Ich mache für Sie einen Strudel mit einer Fisolen-Ziegenkäsefülle. Wir fangen mit dem Strudelteig an. Wir brauchen dazu ein Mehl. Wir nehmen heute Dinkelmehl. Wir sind in einer Region, wo Dinkelmehl produziert wird und darum verwenden wir das. Man kann natürlich jederzeit auch ein glattes Mehl nehmen, ein 400er oder ein 480er oder 700er Mehl. Dazu braucht man eine Prise Salz zum Mehl, einen kleinen Schuss Öl und ein bisschen eine Säure. Ich nehme einen Essig, Sie können aber auch jederzeit Zitronensaft oder so irgendwas nehmen. Ich habe 250 Gramm Mehl und ein 8 Liter warmes Wasser. Das tut man vermengen in einer Schüssel mit einem Kochlöffel. Macht man eine Masse draus, die man dann auf der Arbeitsfläche oder auf einem Brett gut abknetet. Die Menge des Wassers kommt ein bisschen auf das Mehl drauf an, wie viel es schluckt. Man kann dann ein wenig variieren. Es muss ein ganz weicher, geschmeidiger Teig werden. Das Wasser hat sich jetzt schon gut vermengt mit dem Mehl. Jetzt nehmen wir das heraus auf die Arbeitsfläche und dann kräftig kneten. Und dann knetet man richtig fest. Je länger man knetet, umso schöner wird der Teig. Er wird jetzt schon recht schön. Man sieht es ein bisschen, er ist jetzt noch gröber. Aber er löst sich wunderbar von der Arbeitsfläche. Wenn der Teig dann so schön ist, wie er sich jetzt da so zeigt, dann nimmt man das Laberl und teilt es in der Mitte durch. Und die Portionen, die man dann macht mit dieser Mehlmenge, das ist dann die Größe des Strudels. Da kann man dann nicht mehr umtun. So groß wird dann der Strudel. Dann tut man das so schleifen, dass das oben schön glatt wird. Dann hat man da zwei so Laberl da, die sich wunderbar schön geschlossen haben. Und die tut man dann in eine geschlossene Dose umhüllen mit einem Öl. Ich tue da am Boden schon Öl hin, dass das schön mit Öl ummantelt ist und dann ganz schön geschmeidig rasten kann. Und so lässt man den ungefähr eine Stunde rasten. Deckel drauf, bei Zimmertemperatur lässt man rasten. Dann machen wir die Fülle. Der Teig ist fertig und rastet. Wir beginnen jetzt mit der Fisolen-Ziegenkäsefülle. Dazu tun wir Zwiebel fein schneiden und anschwitzen. Man schneidet da den Zwiebel in feine Würfel und den tun wir dann in Butter und Öl leicht anschwitzen, ohne dass er Farbe nimmt, nur dass er weicher wird, weil im Strudel drinnen wird er nicht so heiß gegart, dass der Zwiebel weich wird und dann hätten wir den festen Zwiebel da drin und das ist nicht gut. Da habe ich da einen Kochtopf mit ein bisschen Öl. So. Stellen wir uns ein bisschen am Ofen. Zu der Fülle brauchen wir nur die Fisolen. Die Fisolen waren blanchiert und eingefroren. Und die tun wir für die Fülle klein würfelig schneiden, dass sie sich dann in dem Strudel gut mit den anderen Zutaten verbinden. Ich nehme recht gern gelbe Fisolen, die sind ein bisschen geschmacklicher, wenn milder als die grünen. Und das ist ein wunderbares Wintergemüse, wenn man es im Sommer erntet und sehr gut eingefroren kann. Und dann hat man eine sehr gute, erfrischende Gemüsespeise, die man sehr vielseitig verwenden kann. Die sind so ein bisschen angetaut, da sind sie gerade recht angenehm zum Schneiden, knackig.
So, dann in eine Schüssel zusammen. Da haben wir den Zwiebel jetzt so angeschwitzt, dass er gerade keine Farbe nimmt, aber trotzdem schon schön weich ist. Also mischen wir den Zwiebel zu den Fisolen dazu. Und dann tun wir die restlichen Zutaten dazu, müssen wir nur ein bisschen Kräuter haben. Ich habe da so ein Maggi-Kraut, schmeckt sehr gut. Dann haben wir Schnittknoblauch, ist sowas wie Schnittlauch, schmeckt nach Knoblauch. Und man erkennt den an die breiten Stiele. Das ist nicht wie ein Schnittlauch mit einer runden Röhre, sondern ein flaches Blatt. Schneiden wir so klar zusammen. Dann tun wir das noch ein bisschen salzen und pfeffern. Nicht zu viel, weil ja der Ziegenkäse eine Würze hat. Salzen und pfeffern. Pfeffer aus der Mühle. Und da tun wir ein bisschen versprudeltes Ei dazu, dass man diese losen Zutaten ein bisschen bindet. Das restliche Ei halten wir uns dann zum Einstreichen für den Strudel. Mischen wir jetzt zusammen. Jetzt haben wir die Fülle fertig und jetzt fangen wir mit dem Strudel zum Ziehen an. Dieses Strudel tun wir ein bisschen bemehlen, dass der ausgezogene Teig nicht anklebt. Weil natürlich müssen wir den dann aufholen auf dem Tuch und dann muss da ein bisschen eine Mehlschicht sein dazwischen. Das ist dieser Teig, der gerastet hat. Und zwar tun wir den Teig, dieses Leibchen, einstreichen mit Öl oder Butter, wenn es wollen. Und man beginnt von der Mitte her zum Ausziehen. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass innere Hände auch gescheit ölig sind, weil dann klebt nichts an. Ich zeige es Ihnen, was ich da damit mache. Man streicht es ordentlich ein und bei dem Ausziehen kann ja der Strudel wieder mal zusammenklappen und dann wäre es mal leer perfekt, aber durch das Einölen klebt nichts zusammen und Sie brauchen gar nicht nervös werden, wenn Sie mal eine Falten zusammenbringen. Man fängt dann von der Mitte her zum Dünnwerden an beim Ausziehen und schaut halt, dass man zum Rand hin den Rand dann eben auch ganz fein und dünn ausziehen kann. Früher hat man gesagt, unsere Vorfahren, man soll durch einen auszogenen Strudel eine Zeitung lesen können. Ganz so tragisch müssen Sie es nicht nehmen, aber es ist natürlich gut, wenn es schön fein ist. Und dass er so fein wird, ist einfach das, dass Sie zuerst einfach einmal 4 Minuten festgeknebt haben. Mehr brauchen Sie nicht da dafür. Und da schaut man eben, dass jetzt der Rand, den man da auszieht, ganz schön fein wird, dass da kein so dickes Wurstel da rundum ist, weil das wird ja beim Essen nicht gut sein. Schaut man halt, dass man das ganz fein zusammenbringt. Und Sie brauchen auch gar nicht nervös werden, wenn einmal ein kleines Lochel ist, weil das wird dann beim Aufholen, versteckt sich das dann eh in die anderen Schichten, die man zusammenholt, und dann ist es auch wieder verschwunden. Also von daher müssen Sie nicht verzweifeln. Bei der Fülle ist es bei jedem Strudel ganz gleich. Nicht mehr als die Hälfte oder nur ein Drittel füllen der Teigfläche praktisch. Das heißt, man tut einmal das her. So. Und am Anfang, da bleibt man ganz am Rand. Und jetzt kommt der Ziegenkäse. Der wird ja auch bei uns in der Region produziert. Und das ist wirklich eine ganz gelungene Besonderheit, die wir da haben. Und die haben wir heute für unseren Strudel verwendet. So. Das ist ein Frischkäse. Da haben wir da einfach ein wenig verteilen. So. Und jetzt tun wir uns nur ein Blech mit Öl ein bisschen bepinseln, dass der Strudel nicht anklebt. Beim Zusammenrollen ist es so, dass man das verhindern muss, dass Teigschichten übereinander kleben. Die würden dann dicker werden und das will man ja verhindern. Um das zu verhindern, dass die aufeinander kleben, tut man es jeweils mit Butter oder Öl einpinseln. Das ist praktisch die Trennschicht. Jetzt tut man mal die Seite zuverkloppen, dass uns da nichts ausläuft, weil man kann ja natürlich einen Topfenstrudel, einen Obststrudel, wo weiche Füllen sind, da würde das auslaufen und das tut man damit verhindern. Und da tut man jetzt so einschlagen. Und dann fängt man eben mit dieser Kante, wo ich gesagt habe, dass man die Fülle ganz gut dann tut am Rand,
Mit der fängt man mit dem Tuch zum Rollen an. Tut man so. So. Und wo dann die Fülle gar ist, da tut man dann auch immer wieder Öl oder Butter hinstreichen, dass eben immer Trennschichten zwischen den Teigrollen entstehen. Und das ist gut, je mehr Schichten das man hat, darum habe ich gesagt, entweder ein Drittel der Teigfläche füllen oder nicht mehr als die Hälfte. Jetzt ist der Strudel fertig. Mit dem kann man jetzt nicht einfach so spazieren gehen, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil ja das ein weiches Gebilde ist praktisch. Dann tun wir wieder ein bisschen Öl, dass es nicht kleben bleibt. Und dann kann man das nehmen und legen uns dann aufs Blech. Dann haben wir jetzt erst das versprudelte Ei, wo wir die Fülle damit gebunden haben, nur ein bisschen aufgespart und da tun wir das jetzt drauf. Da muss man schon ein wenig vorsichtig sein, da dürfen sie nicht zerstören, weil da war dann schon um die ganze Arbeit. Das sieht man dann schon, wenn man nicht überall warm streichen, muss man ein bisschen schauen, dass man überall hinkommt mit dem Ei. So, jetzt ist der Teig fertig, gefüllt, jetzt geht es ans Backen, Heißluft. 180 Grad oder unter Hitze 200 Grad, ca. 45 Minuten. Stecken wir ins Rohr. Und 80. So. Mein Name ist Silvia Leitenmeier und mein Mann und ich. Wir sind auf die Ziege gekommen, nachdem unser Betrieb relativ klein ist. Und einfach unsere Alternative gesucht haben vor 18 Jahren. Irgendwann sind wir auf die Ziegen gekommen. Wir haben ungefähr jetzt 35 Muttertiere, 3 Böcke und verarbeiten die Milch allesamt am Hof. Wir dann direkt vermarkten, also wir sind am Wochermarkt in Wöls und am Südbahnhofmarkt. Wir machen den ganzen Käse selber. Wir sind ein Heumilchbetrieb. Bei uns gibt es entweder frisches Gras oder ein Heu. Der Strudel ist im Rohr, der kann jetzt vor sich hin backen und wir dann mit der Zubereitung der Garnierungen und dem Joghurt-Dip weiter. Dazu schneide ich ein paar Kräuter zusammen, dass wir ein gutes Joghurt kriegen dazu. Und dann nehmen wir ein wenig einen Schnittlauch und einen Schnitt Knoblauch. Schneiden wir uns da fein her. Zum Joghurt dazu. Joghurt ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern. Das können wir dann gleich abfüllen in eine so eine kleine Beilagenschale zum Anrichten dazu. Ein kleines Karottengrün. Ja. Schön gleichmäßig gebacken, hat schön die Form behalten. Gehen wir jetzt schon anschneiden. Fangen wir da mal an. Durchs Einstreichen mit dem Öl jetzt löst er sich recht gut und man kann praktisch sehr gut anrichten. Da tun wir ein paar Blätter. Grünen Salat dazu, ein paar Würfel rote Rübe, ein paar ganz zarte rote Rübenblätter dazu. Das ist der Strudel mit der Fisolen Ziegenkäsefülle, eine kleine Salatgarnitur dazu und ein Kräuterjoghurt. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.